Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen da lang. Weiterlaufen, einfach weiterlaufen. Und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zum nächsten Part und vierten Part von Transference hier auf meinem Kanal. Vielen, vielen lieben Dank. Also Leute, erstmal wirklich vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ne? Ist nicht selbstverständlich. Außer natürlich für mich. Naja, alles Spaß. Wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Ich habe das Spiel einfach jetzt da gestartet, wo es mir vorgeschlagen hat. Ich hoffe, wir müssen nicht zu viel nachholen. Ich kann mich noch das letzte Mal erinnern, dass wir in dem Raum waren, wo ja alles auf dem Kopf war. Ich krieg das hin. Ich brauche nur mehr Zeit. Ein bisschen mehr Zeit. Wir brauchen, glaube ich, den dritten Kristall, ne? Das haben wir schon gesehen. Aber was müssen wir jetzt noch machen? Beim letzten Part haben wir herausgefunden, dass wir kommen hier raus. Das war ja diese Geschichte gewesen, genau. Beim letzten Part haben wir herausgefunden noch, dass wir jeweils die verschiedenen Perspektiven von den Familienmitgliedern ja betrachtet haben. Und wir haben ja mal als Ben gespielt, dann als den Vater und als, ich habe den Namen nicht, ich bin ganz schlecht, was den Namen betrifft. Genau. Und eine Sand. Ah, hier waren wir gewesen, genau. Warte, was war hier gewesen? Fehlende Datei, Wohnzimmer, Uhren. Also, hier hätten wir eine Sanduhr, können wir damit was machen? Was haben wir hier? Nee, das kennen wir auch schon. Guck mal, was haben wir hier? Aha. Und was bewirkt das? Ah, nee. Warte. Schaffe ich das? Nee, das schaffe ich nicht. Was muss ich denn hier machen? Muss nur gerade gucken, ob ich noch am Aufnehmen war. Ich weiß, ich sag ein bisschen viel M. Aber das ist ein riesiges M hier. Ich weiß nicht, wie er sich weitermachen soll. Einen USB-Stick können wir nicht benutzen. Das ist ja eine Sanduhr hier. Warte. Ich. Wohnzimmer Uhren? Was haben wir hier? Wohnzimmer Sand. Ah, wir brauchen Sand. Wir brauchen Sand. Wo kriege ich Sand her? Vielleicht aus dem Zimmer von Ben? Kann das sein? Oder, warte, vielleicht können wir auch die Frequenz wechseln. Das machen wir ja immer so gern. Warte, wo war ein Lichtschalter? Ben, hast du Sand für mich? Ich klaue dir mal ein bisschen Sand, ne? Jeder gute Junge hat Sand in seinem Zimmer. Nee, gut, der Ben hat keinen Sand in seinem Zimmer. Es sei denn... Nee, ja, das ist alles zugemüllt hier. Du musst die Kristalle finden. Mach ich. Zwei habe ich ja schon. Alles gut, mein Freund. Ne, hier waren wir schon drin. Ich muss die Frequenz wechseln. Ja, ich glaube, es führt nichts daran vorbei. Das Ding hat mir das letzte Mal auch in der Hand gehabt. Diese Fernbedienung. An den Rekorder war das. Ja, okay. Wir gehen jetzt einfach nochmal hier in die Welt. Wir brauchen Sand. Das war das Wohnzimmer da vorne, da müssen wir hin. Dieser Aufsatz ist über meine Mom. Meine Mom ist Komponistin. Gedankenlesegerät. Wir haben ein neues Log gefunden, Leute. Lasst uns das mal schnell angucken. Vielleicht erfahren wir da noch ein bisschen mehr. Das war von Ben, war es gewesen. Früher. Ja, das kennen wir schon. Professor Raymond Hayes hier. Ich checke ein. Datum 11. November 2011. Hier passiert wunderbare Forschungsarbeit. Alles wird forschifiziert. Wer?
mein Sohn? Oh, mein Sohn, ja. Brett? Biff. Ah, Benjamin, ja, ein... Ja, wunderbares Kind, super klug. Er wird alles fortifizieren können, was er will. Aber egal, ich habe schon zu viel Zeit verschwendet. Zurück zu meinem super wichtigen Projekt, das wichtiger ist als alles andere. Ja, Forschung. Erforsche dies, erforsche das, bla bla bla. Okay. Ich finde diese kurzen Filmsequenzen finde ich noch richtig cool. Wo sie mit echten Menschen gemacht worden sind. Ich brauche aber immer noch Sand, ne? Das war jetzt die Sache gewesen. Was haben... Aha, das haben wir alles schon gesehen. Ich weiß, wir können theoretisch raus. Aber ganz ehrlich, Leute, ich glaube nicht, dass wir runter müssen. Ich wechsle nochmal, ja. Wir brauchen Sand für die Sanduhr. Das haben wir alles gesehen hier, ne? Ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Einen schrecklichen Fehler. Was hast du wirklich gemacht? Ich bin aber echt noch gespannt, was das für ein Fehler war. Ich kann mir zwar schon so einiges denken, ich gehe jetzt trotzdem mal raus. Oder ich gehe mal hoch. Oder ist das jetzt wieder so unendlich? Ja, das ist wieder so unendlich jetzt, ne? Hat kein Ende. Ich glaube, es ist nicht dazu gedacht, dass man hier jetzt weggeht. Nee. Wir brauchen Sand. Ah, das war Ducken. Das sind nur Nastücher. Ich glaube, wir müssen echt jeden Raum jetzt gleich systematisch absuchen. Was haben wir denn hier? Warum Bilder uns helfen, Kontakt aufzunehmen? Ich mach das für uns. Stirb, mein Schatz. Stirb. Anonym. Oh, jetzt ist mir doch gerade die Webcam ausgegangen. Ich hoffe, alles läuft sonst noch, nur weil ich am Mausrad gedreht habe. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel, was hier fehlt. Ist aber schon noch alles am Aufnehmen, oder? Doch. Ja. Ja, zumindest nimmst du meine Stimme auf. Die tue ich ja separat aufnehmen. Im schlimmsten Fall. Hat man dann halt mal kurz meine Fresse nicht gesehen. Hä? Was haben wir hier? Das Universum ist eine Symphonie von Strings. Paar Becher. Was haben... Stromrechnung, Mahnung. Mann, ich brauch Sand. Das ist ja nur so ein 3D-Drucker oder was auch immer nochmal. Da hatten wir ja damals den Kristall her. Wir könnten aber auch rausgehen. Das ging doch von hier aus, oder? Nee, damals war doch hier so eine Tür, wo rausging. Die gibt's nicht mehr. Nee, ich will erst in der Frequenz wirklich alles abgecheckt haben, bevor ich tausendmal hin und her wechsle. Nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Haben wir hier irgendwo Sand? Was haben wir hier? Schlaftabletten. Ja, nee. Hier, nee. Eine Zange? Okay. Stromrechnung, letzte Mahnung.
Lass mal gucken, ob wir hier noch... Ja, wieso kann ich dann... Hatte ich das letzte Mal was verstellt gehabt? Bei der Steuerung? Kann das sein? Rad nach links drehen? Nö. Das stimmt. Demnach... Nach links bewegen. Nein! Oh, was mache ich denn jetzt hier alles? Nach links bewegen ist mit A? Genau. Interagieren, linke Maustaste. Hä? Nein! So. Ich will das jetzt nochmal verstellen. Ah, jetzt geht's. Nee, da sind keine Frequenzen mehr da. Okay, jetzt gucke ich mir trotzdem nochmal schnell Bens Zimmer an hier. Vielleicht habe ich ja was übersehen. Aber der hat keinen Sand. Das glaube ich nicht. Und hier hinten? Nee, wir müssen die Frequenz wechseln. Können ja auch Schlaftabletten einfach reintun. In die Sanduhr, ne? Einfach so zermalmen. Also, wir müssen die Frequenz wechseln, Leute. Aber wir müssen nicht gern machen. Oder wenn ich es nicht gern mache. Also, schauen wir nochmal nach. Was haben wir hier? Wartet mal. Ja, der Hund ist nicht mehr da. Was der mit dem Hund angestellt hat, das werden wir sicher auch noch erfahren. Der war ja bei dem einen Video komplett blutverschmiert gewesen. Na, das hängt immer noch dort. Sand haben wir hier nicht. Also in der Küche ist schon mal nichts. Wir gehen jetzt erstmal nochmal in Bens Zimmer. Aha. Da! Sand. An die San Francisco Beach Sand. Doch. Warte, was haben wir hier? Warte, ich nehme den Sand gleich. Ich will nur gucken, was... Der war anscheinend auch sehr gut in der Schule gewesen. Was haben wir hier noch? Fünfjährliche, was? Jährliche Wissenschaftsmesse 2007. Halt! Das ist wieder von Benjamin, ne? Fix. Schauen wir mal kurz nach. Oh, das erste. Okay, okay. Okay. Vor langer Zeit, in einer sehr nahen Galaxie, kam es zu einem gewaltigen wissenschaftlichen Durchbruch. Und zur selben Zeit zu einer Periode außergewöhnlicher musikalischer Durchbrüche. Beide gingen zur selben Schule. Der verrückteste Wissenschaftler der Welt traf die allerschönste und talentierteste Musikerin der Welt. Und sie kreierten mich, Benjamin Hayes. Ich habe ein Gerät gebaut, das man auf dem Kopf trägt und das dir sagt, was du gerade denkst. Und ganz ohne Hilfe. Okay, wenig bis gar keine Hilfe. Okay, mein Dad hat mir geholfen. Essen. Okay, das war lustig. Gut. Warte, wir haben noch einen Roboter. Was macht der? Spielzeugkamera. Okay, okay, okay. Wir haben auf jeden Fall den Sand jetzt. Ich hoffe auch nur, dass uns nichts mehr erschreckt jetzt. Verdammt, wir müssen ja die Frequenz wechseln, stimmt. Also nochmal zurück in die Küche und den Lichtschalter drücken. Okay, so macht das Ganze auch viel mehr Spaß, ne? Verfluchter Hund! Hey, geht's noch? Oh, damit hat jetzt keiner gerechnet. Hast du meine Frau gesehen? Sie werden jeden Moment hier sein. Ich muss es hinkriegen. Rein da, los! Und drehen. Passt. Sauber. Was? Ah. Los, 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 rein. Ja. Warte mal. Hickory, dickory, tour. Die Maus ist im
Maus lief auf die Uhr. Die Uhr schlug eins und sie lief heim. Hickory Dickory Dur. Der war echt gut. Der war gut. Hier ist noch einer. Was? Die alte Frau Plank durchsuchte den Schrank nach Knochen für ihren Hund. Sie sah hin und her, doch der Schrank war leer. Und leer blieb auch des Hundes Schlund. Dann ging sie zum Bäcker und kaufte ihm Brot. Doch als sie zurückkam, war der Hund tot. Oh, Moment. Moment, Moment, Moment. Das Beste zum Schluss. Das Beste immer zum Schluss. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Schließe meine Äuglein zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Amen. Was war die? 1 Uhr, hatte er gesagt am Anfang, Amen. Oder? Ich glaube, er hatte 1 Uhr gesagt. Warte, lass mal probieren. Ein Uhr. Nochmal hören. Nein, 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 ich will das nochmal anhören. Ey, mach keinen Scheiß. Er hat gesagt, die Uhr schlägt... Hey! Komm schon. Nein, Mann, der hatte doch was mit 1 gesagt. Man muss das doch nochmal anhören können. Ich habe Angst, dass ich irgendwas drücke und die Aufnahme abbricht. Deswegen bin ich hier so vorsichtig. Ich kann doch jetzt nicht. Also ich drehe ja mal ganz durch, vielleicht passiert ja was. Nee. Ich mach mal 12 Uhr. Der hatte 1 und die Uhr schlägt 1, hat er am Anfang gesagt. Okay, Leute, wir müssen... Nein. Ich weiß halt nicht, wo wir starten, wenn ich jetzt nochmal raus und wieder reingehe. Gut, okay, wir wissen ja grundsätzlich eigentlich, wo alles ist. Sonst mache ich das halt wirklich nochmal. Ich habe das Rätsel nicht gehört. Ja, wir müssen nochmal schnell... Gehen wir nochmal raus und nochmal rein. Tut mir leid, Leute. Ich bin gerade vollkommen neben der Spur. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass der uns gerade da das Rätsel vorträgt. Also... Next try. Ich hoffe, wir starten jetzt einfach nicht genau dort, wo die Uhr ist. Das wäre natürlich jetzt richtig bitter. Aber vielleicht können wir trotz allem... Nee, da, wo wir vorher waren. Passt, super. Gut. In die Küche. Frequenz wechseln. Ach, dort immer diese... Weg da. Hä? Wieso? Wieso funktioniert denn die A-Taste nicht? Ich kann nicht nach links laufen. Mann, was ist denn hier los? Steuerung. Da. Nach links bewegen mit A. Ich verstehe es nicht. Okay. Ich muss die... Mit A. Ja, jetzt geht's ganz komisch. Also. Einfach nur... Das letzte Mal war doch hier die CD aber gewesen, ne? So. Einfach das Rätsel wieder anhören, ne? So. Nur ein bisschen mehr Zeit. Okay, und jetzt genau hinhören. Hickory Dickory Dur.
Maus lief auf die Uhr. Die Uhr schlug eins und sie lief heim. Hickory Dickory Dur. Der war echt gut. Der war gut. Hier ist noch einer. Also ein Uhr. Die alte Frau Plank durchsuchte den Schrank nach Knochen für ihren Hund. Sie sah hin und her, doch der Schrank war leer. Und leer blieb auch des Hundes Schlund. Dann ging sie zum Bäcker und kaufte ihm Brot. Doch als sie zurückkam, war der Hund tot. Doch er sagt ein Uhr. Oh, Moment. Moment. Das Beste zum Schluss. Das Beste immer zum Schluss. Müde bin ich, geh zur Ruhe. Schließe meine Äuglein zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein. Amen. Er sagt ein Uhr. Ganz klar. Die Uhr schlug eins und sie lief rein. Die Frage ist, ob ich jetzt irgendwas machen kann. DF9. Die anderen Rätsel haben mir gar nichts gesagt. Man kann einfach die Uhr verstellen, aber wir kommen nicht mehr zurück. Und wir können auch sonst nichts drücken. Nur die Uhr können wir verstellen. Jetzt funktioniert die E-Taste nicht. Ich verstehe es nicht, warum der jetzt da gerade so Probleme hat. Oh, E. Ja, jetzt geht's wieder. Die Uhr schlug eins. Und die Maus lief rein, hat er gesagt. Ist auch richtig gemein, dass man das nicht nochmal anhören darf. Ist da irgendwas abgebildet? Nö. Hier. Halb eins? Auch nicht. Viertel vor eins. Hä? Ey, sag mal, bin ich vollkommen blöd. Die anderen zwei Rätsel, die sagen ja nichts aus. Irgendwas mit dem Bäcker und der Hund, der hat nichts zu essen. Dann war er tot. Und dann irgendwas mit Schlafen und den Augen. Nee, warte mal. Das könnte auch eine 23.33 Uhr sein hier unten. Ey, wenn das jetzt der Fall ist. 23 Uhr 33. 31, 32, 33. Ja, ich hätte jetzt gedacht. Hier ist ein umgedrehter Wecker, ne? 23 Uhr 33, das wäre es jetzt gewesen. Aber ist es nicht. Mann! Sagt hier irgendwas aus? Nee. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das wäre jetzt meine einzigste Idee noch gewesen, dass das 23.33 Uhr bedeutet.
31, 32, 33. Aber ist es nicht? Bedeutet das irgendwas? Nee, auch nicht. Ich glaube, ich muss nachschauen. Wir kommen sonst nicht weiter. Ich schaue schnell nach. So, oh mein Gott, ich habe es herausgefunden. Man musste nur auf die Uhren hier ums rum gucken. Ich war jetzt gerade ein bisschen blöd, hätte man echt drauf kommen können. Und die sind alle auf dieselbe Uhrzeit gestellt. Jawohl, alle auf dieselbe Uhrzeit. Und das ist, wie viel Uhr ist denn das? Nein, nein, ja. Kurz, ja, warum auch, ja, warum, das Rätsel war ja dann für nichts gewesen. Nur zum Verwirren, oder was? Regt mich jetzt gerade schon wieder auf hier. Scheiße. Ey, sorry, dass ihr warten musstet, ne? Ich schneide das ja ein bisschen weg. Ben, es sind die Kristalle. Klänge. Können geleitet werden. Durch ein Prisma. Die Antwort, nach der wir... Er war direkt vor uns die ganze Zeit. Es mangelt uns nur am Willen. Volt liegt dunkel, tief und brav. Doch dämmert mir, was ich versprach. Der Kosmos existiert in uns. Okay, jetzt müssen wir uns auf den Weg machen, den letzten Kristall noch zu finden. Eine Familie von Quarks und Leptonen. Kannst du mich hören? Wir haben eine da. Neue Nachricht. Komm, los. Wir müssen, glaube ich, die Frequenz ja... Oh, jetzt auch nicht Böses. Oder? Hä? Wo? Los! Ja, ist da ein Hund an der Wand langgelaufen, oder was? Bist du eigentlich vollkommen bekloppt? Das kennen wir ja, das Video. Das kennen wir ja. Ohne Erinnerung gäbe es keine Musik. Jetzt sind wir wieder die Mutter. Ich glaube, sie sitzt fest. Wir haben alles getan. Ja. Sie sitzt fest. Ich sitze fest. Sie sitzt fest? War zum Klavier erstmal. Herein. Hab ich mich erschreckt. Rund. Wir müssen runter. Oh, das ist wieder so eine Endlostreppe. Ich glaube schon, ne? Ja. Ich sehe nichts da unten. Nee. Ah, nee, das ist tatsächlich eine andere Tür gewesen. Runter oder hoch? Also die Lichter gehen nach oben. Vielleicht müssen wir doch eher nach oben. Ich höre da irgendwas knurren. Hier kommen wir nicht weiter. Nee, da kommen wir nicht mehr rein. Wir müssen tatsächlich runter. Oder geht das einfach nur so weit? Da. Da ist was. Das ist nicht lustig. Es sind nur Pixel. Pixel auf meinem Bildschirm. Und krasse Musik in den Ohren. Runter, runter, runter.
Ich glaube, ich habe das Ende gesehen. Nee, doch nicht. I can't be right. Please remember. I can't be right. Rein. Ich krieg Gänsehaut gerade. Nee, hier ist nichts. Klar, ich könnte natürlich jetzt... Die möchte ja wahrscheinlich am allermeisten zu ihrem Sohn Ben. Oder nicht? Wir folgen der Musik. Bitte beende das. Okay. Hier ist sie gestanden. Okay. Was sind das? Das sind alles Schwangerschaftstests, ne? Okay, was müssen wir machen? Ah, wir müssen die aufdrehen. Ich nehme an, wir müssen warten, bis das jetzt fertig gespielt hat, die Musik. Ich weiß, wir sind eigentlich schon viel zu lang, aber ich breche das jetzt nicht ab. Ich will das jetzt durchziehen. Guck mal, das ist gar kein Bett mehr. Das sieht aus wie ein Sarg. Fertig. Ich gehe in die Ecke. Ich will in die Ecke. Was haben wir hier? Noch ein Kristall. Wo müssen wir denn den Kristall hinbringen? Zum Klavier. Nein. Wir müssen die Frequenz wechseln nochmal, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen da lang. Weiterlaufen, einfach weiterlaufen. Einfach weiterlaufen. Los! Wir haben es geschafft. Keine Ahnung, wo das hier ist jetzt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die wirklich irgendwie hochgeladen worden ist, der ihr Bewusstsein, und die nicht mehr am Leben war, hat die jetzt ihren Frieden irgendwie gefunden, kann ich mir vorstellen. Beziehungsweise, ich weiß aber auch nicht, wen wir jetzt spielen. Ben, die Mutter oder den Vater, ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich hoffe, dass das die Mutter ist und sie jetzt den Ben wieder trifft. Hallo nochmal, meine Freunde. Wie Sie sehen können, war mein Projekt ja... Mein Projekt ist... Ein großer Erfolg. Keiner sah es. Nicht Sie, nicht das Schulamt, nicht die Presse, niemand. Ich sah es. Ich allein. Und ihr Leute, ihr seid alle abgehängt. Große Geister hatten immer zu tun mit energischer Opposition durch mittelmäßige Denker. Im Interesse der Wissenschaft habe ich meine Ergebnisse in einen Ordner auf diesem Laufwerk kopiert. Vielleicht nehmen Sie das jetzt etwas ernster. Mir ist das aber völlig egal. Meine Familie und ich, wir sind ewig. Wir fanden unser Paradies. Wir machten uns unser Paradies. Nur wir drei. Für immer zusammen. Hier spricht Raymond Hayes,
Harmony Research Lab. Ich melde mich ab. Okay. Ich muss sagen, es war ein echt krasses Spiel gewesen. Und auch finde ich genau die richtige Länge. Ne? Wie lange habe ich jetzt gespielt? 2 Stunden, wenn es hochkommt, alles zusammen? Keine Ahnung, aber trotzdem. Story war auch mega spannend gewesen, auch mit diesen verschiedenen Blickpunkten von dem Professor, wo man spielt, dann mal die Mutter und dann mal den Sohn. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass das so war. Ich glaube, es war auch schon so gewesen, ja. So ein bisschen Spannung war mit drinne gewesen. Ein paar Mal habe ich mich natürlich auch gut erschreckt. Aber ja, ich werde auf jeden Fall Ausschau nach weiteren so Spielen halten, die auch ein bisschen kürzer gehen. Ich finde das noch cool, wenn es immer nur so 4-5 Parts sind. Und wenn es euch gefallen hat, Leute, ich würde mich natürlich über ein positives Feedback auf jeden Fall von euch freuen. Bewertet das Video natürlich ruhig, schreibt mir ein nettes Kommentar oder so, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch dabei. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao!